Ja, und da ist er schon, der Camper Tobi auf dem Caravan-Salon 2017 aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen nochmal. Jetzt knie ich vor dem Avanti H. Nicht, weil ich ihn anbiete, allgemein mache ich das ja bei Lastrada, aber das ist das neue Modell für den Modelljahrgang 2018. Den hat man, wie gesagt, neu aufgesetzt, habe ich gerade von meinem kurzen Vorgespräch schon erwähnt. Und hier steht er in Rot. Hier steht er auch mit der 177 PS Maschine, also in der stärksten Fiat-Motorisierung. Schön die Lastrada-Felgen drauf. Also Lastrada, wie gesagt, ich zeige Ihnen das Fahrzeug tutto completo, natürlich in Sozimo, sobald wir den ersten am Hof haben. Aber schon mal einen ersten Eindruck. Vorne hat sich natürlich dann von der Sitzgruppe her nicht viel getan. Aber was das Interessante ist, auf 6 Meter Länge hat der Avanti H ein Heckbutton in die Küche. Da gucken wir mal rein. Da kann man schön die Stühle unterbringen. Da ist genug Stauraum, da hat man tiefe Ladeböden nochmal. Das ist auch ein Hochdachfahrzeug, sprich also hier mit so einer Kleiderstange. Wir können dann mit dem doppelten Boden leben. Das heißt also, das Fahrzeug ist wirklich winterfest. Sie haben da warme Füße drin, das ist im übertragenen Sinne. Jetzt schauen wir mal, ob wir kurz Platz finden oder ob ich meine langen Arme brauche, um hier kurz einen Blick zu erhaschen auf das eigentlich Wichtige. Und das ist eben beim Avanti H, das Heckbad und die Heckküche. Ich glaube, die Herrschaften lassen sich alle nicht stören, wenn ich einfach mal kurz hier reinfilme und mit mir selber rede. Also ähnlich das Konzept natürlich wie beim Avanti F mit dem Hochbett. Und sobald kurz Platz ist, machen wir einen Schwenk auf das, was wesentlich neu gemacht wurde. Ich bin so frei, gehe mal kurz rein. Das sehen Sie. Da hinten sieht man es. Schaut sich hier noch ein Gast bei Lastrada ganz in Ruhe an. Man hat natürlich dadurch ein riesen Raumgefühl. Da unten der beladbare Doppelboden, der natürlich unterlüftet und unterheizt ist. Und dann hinten eben ein richtig großes Bad mit einer großen Dusche. Der Kühlschrank konnte dann auch somit erweitert werden. Den haben sie auch in Griffhöhe. Ich bin einmal zurück und drängel mich einfach rein. Ich bin gleich weg. Vielen Dank. Super. Einmal kurz nach hinten. Ein Blick ins Bad und dann lasse ich die Herrschaften schon wieder in Ruhe. Aber hier sehen Sie eben die Möglichkeit, von außen haben wir gesehen, rechtzeitig ist jetzt nochmal ein Schrank- und Staumöglichkeit. Entschuldigung, wenn es kurz flimmert, das ist selbstverständlich. Wieder mit der berühmten Tür, die nicht scheppert und nicht wackelt. Und jetzt haben wir auch das Bad vom Avanti H schon gesehen. So, jetzt gehen wir den wieder frei. Jeder weniger schafft wieder Platz. Vielen Dank. Und ich bahne mir den Weg, also wie gesagt, wir machen das dann komplett von Sulzimos aus und der erste ist, glaube ich, schon im Vorlauf und kommt demnächst. Mal einen kurzen Blick noch auf den Avanti L, das ist unser 6 Meter Fahrzeug, da haben wir schon länger keinen mehr in Sulzimos gehabt. Dann ohne doppelten Boden, auf 6 Meter gebaut mit dem Standard Kastenwagenformat. Und einen schönen Stand hat man gemacht. Hier treffen wir auch Scuddy wieder, also das Scuddy-Team, das wir gerade vorher im E-Mobility Parcours oder am E-Mobility Parcours kurz vorgestellt haben. Fährt auch ein Lastrada. Wir haben da einen Deal gemacht. Vielleicht ergänzt sich das natürlich, sind viele Partnerschaften und Kooperationen da. Und insofern ist das natürlich eine wunderbare Sache, wenn man da zusammenarbeiten kann, so wie wir das auch im Sinn haben und so wollen, wie das vor allem Inhalt wurde, ihn das ständig vorantreibt. Es geht ja wirklich auch um das Miteinander. Wir waren alle gute Autos. Lastrada mit Sicherheit einer der besten Kastenwegen. Und da steht noch mein Avanti L in der Allradversion mit 163 PS. Ja, gut. Erster Eindruck: Lastrada Stand, Caravan Salon 2017 aus Düsseldorf. Nähere Infos dann direkt aus Sulzimos oder während der Woche nochmal hier ganz eingehend beschäftigen im Avanti H. Das kann ich noch nicht wirklich zusagen, aber wir werden sehen, was rauskommt. Und ich wünsche euch was. Ich gehe dann weiter in die Starterwelt. Servus, bis nachher. Danke. Tschüss.